Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um etwas anderes als sonst. Und zwar nicht um Figuren an sich, kein Unboxing oder so. Heute geht es um das Anfangsvideo von Yggdrasil Toy Collector. Liebe Grüße an dich, mein Freund. Und zwar zum Thema alles verkauft. Ja, und zwar hat mich der Retrozeit 81 nominiert, das nächste Video zu machen. Und es ist zwar schon ein bisschen was her leider, weil ich kann meine Videos im Moment leider nur arbeitsmäßig entweder in der Mittagshitze machen oder ich mache es abends, aber da liege ich meistens schon im Koma auf der Couch. Das kriege ich nicht hin im Moment. Das Wetter, das schlaucht einen so extrem. Boah, das ist so warm. Ich bin froh, wenn wieder Herbst ist. Ganz ehrlich, ey. Ja, zum Thema alles verkauft. Bei mir war das so, ich hatte früher auch alles voll Masters und auch Mask, Ghostbusters, also so ziemlich so in der Art, wie ich es jetzt auch habe. Ich habe ja vieles nachgekauft, weil ich es halt in meiner Kindheit hatte und nicht alles, aber vieles, ein paar Sachen habe ich noch. Ja, und irgendwann kam so der Punkt, da hatte ich keinen, ne, da habe ich gedacht, ist ja eh Kinderspielzeug, hast keinen Bock mehr drauf. Dann hatte ich andere Interessen, Videospiele, glaube ich, waren das, oder, nee, Autos noch nicht, so alt war ich da noch nicht, das war irgendwie war das so im Alter von, ja, lass mich nicht lügen, so 12, zwischen 12 und 15 irgendwie so rum. Und da wurde sehr viel von meinen Sachen auf Flohmärkten verkauft und An- und Verkauf. Ich habe natürlich da, beziehungsweise meine Eltern haben ja damals kaum was dafür gekriegt, ist klar. War ja damals nicht viel wert, nicht so wie heute. Aber ich hatte das immer in Erinnerung. Ich habe dann mit 18 auch hier mit Autos angefangen und so, klar, Führerschein und dann hier am Auto schrauben und alles. Ist auch bis heute geblieben. Aber ich habe das immer im Hinterkopf behalten, wie geil auch die Masters waren und auch Mask und so. Ich habe das nie vergessen. Ich habe aber locker 20 Jahre nichts bei mir zu Hause gehabt. Das war alles im Keller. Und diese Sachen habe ich ja alle raufgeholt, danach im Laufe der Zeit. Und immer nur ein bisschen, als ich das durch Zufall im Keller gefunden hatte. So, ich weiß nicht mehr, was es war. Entweder war es von Starcom, habe ich auch in meiner Vitrine. Oder es war von Masters. Oder es war von Mask. Ich glaube sogar, es war von Mask. Da ein paar Figuren nur, keine Fahrzeuge. Das hatte ich dann bei mir eine Schublade immer so, habe mich immer so gern daran erinnert, boah, das war ja geil damals und so, schöne Erinnerungen. Ja, und so ging das locker 20 Jahre, mindestens. Und dann irgendwann habe ich das nach und nach, wenn ich mal so im Keller war, ach ja, guck mal, was ist da, das war, hast du das auch noch und so, und dann habe ich das auch raufgeholt. Mein Castle Grayskull habe ich raufgeholt, das habe ich noch original aus meiner Kindheit, zwar leider ohne jegliches Zubehör, noch nicht mal das Tor war da, aber ich habe es mir halt zu Hause raufgeholt. Nicht hingestellt, sondern raufgeholt. Es stand dann in der Ecke. Ja, irgendwann habe ich dann angefangen, die Sachen wieder, mich richtig damit zu beschäftigen. War immer so am Überlegen, ist da noch mehr bei uns im Keller? Wir haben den Keller wirklich, also wir wohnen hier in dem Haus seit meiner Kindheit. Ich wohne jetzt in der Wohnung, die meine Eltern früher hatten, wo wir früher drin wohnten. Meine Eltern wohnen jetzt in der kleineren Wohnung, die ich zwischendurch hatte. Und der Keller ist halt immer der gleiche geblieben. Und dann war ich immer am Suchen und am Suchen. Und ich habe nie was gefunden. Dann irgendwann habe ich dann beschlossen, den Keller zu entrümpeln. Auch noch nicht ganz. Ja, und da habe ich so nach und nach ein paar Sachen gefunden. Von Masters, von Mask, von Ghostbusters, Starcom, wie gesagt. Und das habe ich dann alles bei mir im Küchenschrank gelagert, sage ich mal. Habe es ab und zu mal aufgemacht, den Küchenschrank, habe es mir angeguckt. Aber es war nie so, dass ich hatte auch keinen Platz, war nur eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Das war nie so, dass ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt das aufzustellen. Ja, und dann irgendwann habe ich dann angefangen, mal bei YouTube zu gucken. Was mich sehr geprägt hat, waren die Videos von Marc, von Bumo TV und vom Star Wars Sammler, von Thomas. Das habe ich verschlungen, immer. Übrigens, schöne Grüße an euch beiden, an euch beide. Also ich habe das immer wieder geguckt und dann
so langsam kam die Idee, kannst du das nicht irgendwo hinstellen? Aber ich hatte keinen Platz. Ich habe da damals dann meine Frau kennengelernt, die ist dann bei mir eingezogen. Und so, da hatten wir irgendwann zwei Kinder in der 2,5-Zimmer-Wohnung. Und klar, da war kein Platz. Ja, dann haben wir irgendwann mit meinen Eltern die Wohnung getauscht. Und weil das eine, wir hätten dann zwei Kinderzimmer gehabt. Weil das eine Kinderzimmer wirklich sehr, sehr groß ist, völlig ausreichend für zwei Jungs, hat meine Frau gefragt, willst du nicht dein eigenes Sammelzimmer haben? Ich selber wäre nie auf die Idee gekommen, so an mich zu denken in der Form, dass ich jetzt sagen würde, so, ich nehme das Zimmer jetzt für mich. Habe ich nie gesagt, ich hatte das im Schlafzimmer neben meinem Bett. Irgendwann hatte ich das so hoch gestapelt, ich musste Angst haben, dass ich im Schlaf erschlagen werde von den Sachen. Das war irgendwie so amateurhaft. Erstmal war das mein alter Wohnzimmerschrank, der war im Schlafzimmer. Da habe ich dann die Glastüren abgenommen, weil das war so eng da, ich hätte die Türen noch nicht mal aufgekriegt. Dann habe ich da Figuren reingemacht, ich habe auch irgendwo eine alte Bilder davon. Dann habe ich auf mein Sockenregal, habe ich noch so ein Glasregal draufgestellt. Ich habe quasi hier dann gelegen mit meinem Kopf, auf dem Kopfkissen und daneben, das ging da richtig hoch, dann noch über meinen Kopf drüber und so. Und das wurde meiner Frau irgendwann auch schon nicht mehr geheuer. Und ja, und dann kam die Idee mit dem Sammelzimmer. Kaum gesagt, schon angepackt. Ja, und dann, ich habe zwischendurch immer wieder davon geredet, dass ich die Sachen gerne wieder hätte. Und halt von den Videos hier von unter anderem Marc und Thomas habe ich dann irgendwann mal bei eBay geguckt. Früher bin ich noch nicht mal auf die Idee gekommen. Ich hatte keine Ahnung von den Preisen. Ich hab mich halt nicht mit beschäftigt, aktiv. Und dann habe ich mir immer wieder mal was geholt und dann wurde die Sammlung immer größer. Und dann sah es irgendwann so aus, wie es jetzt aussieht. Aber ich habe es mein Leben lang bereut, die Sachen verkauft zu haben. Ich habe immer wieder davon geredet, auch im Bekanntenkreis und so. Ich habe immer mal wieder davon geschwärmt und so. Wie geil das war. Die Sachen sind seit meiner Kindheit in meinem Herzen und jetzt auch in meinem Zimmer. Ich habe von Masters ein paar Sachen, original aus meiner Kindheit, nicht viele, ein paar Fahrzeuge, ein paar Figuren. Mask habe ich, ich glaube, ein oder zwei Fahrzeuge, original aus meiner Kindheit. Und ein paar Figuren und der Rest, alles danach zugelegt. Und ich kann nur jedem raten, verkauft die Sachen nicht. Wenn ihr die Sachen nicht mehr mögt, wenn ihr sie nicht mehr leiden könnt, ist gut und schön, verkauft es. Aber wenn ihr nur den geringsten Zweifel daran habt, übrigens Turtles habe ich auch viel aus meiner Kindheit, wenn ihr nur den geringsten Zweifel habt, lasst es. Lasst es sein, ihr bereut es. Und die meisten Sachen kriegt ihr nie wieder. Wenn es jetzt seltenere Sachen sind oder teurere Sachen, nicht wie so ein 0815, sag ich mal, He-Man, obwohl der ja auch geil ist, so seltenere Sachen, die kriegt ihr einfach nicht mehr. Nur mit großem, entweder mit viel Glück oder mit viel Geld. Lasst es, macht es nicht. Ich nag da bis heute dran, auch wenn ich mir viel wieder zurückgekauft habe, es sind nicht die originalen Sachen, die meisten aus meiner Kindheit. Und das macht immer noch so einen speziellen Reiz aus. Ich habe immer in der Vitrine zum Beispiel einen Beastman stehen, der ist ja von mir, von damals, den erkenne ich daran, weil da ein Punkt ist, von einem Edding an der Schulter. Da fehlte ein Arm, komplettes Zubehör weg, natürlich. Aber ich stelle mir den trotzdem in die Vitrine, weil der hat einen besonderen Wert für mich. Das ist ein Wert, den kann man so nicht bezahlen mit Geld. Gut, man, je nachdem wie viel Geld man hat, man kann sich die Sachen kaufen, man kann sie hinstellen und sagen, oh ja, toll, es ist toll. Aber man hat nicht so eine Bindung dazu, wie zu den originalen Sachen aus seiner Kindheit. Meine Lieblingsfigur von den Masters war zum Beispiel Bassoff. Habe ich immer geliebt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, den ich habe, den habe ich noch aus meiner Kindheit. Dass er das ist, ich kann es aber nicht beschwören. Ich weiß nur Evelyn, Beastman, Drugstore, der hier Laserbolt, so, Mann. Laserbolt ist aus meiner Kindheit. Castle Grayskull ist aus meiner Kindheit. Da habe ich nur das Tor nachgekauft. Snake Mountain habe ich nur eine Hälfte und die komplett ohne Zubehör. Aber ich habe sie mir hingestellt, weil die Sachen besondere Werte haben. Fright Zone, zwei von den drei Teilen habe ich auch komplett ohne Zubehör. Ich habe es mir aber hingestellt. Das ist das, was die Leidenschaft ausmacht.
Ja, und dann irgendwann meinte meine Frau immer wieder mal zu mir: Du hast so eine Freude daran an den Videos, auch wenn ich jetzt kein Profi bin, aber du hast so eine Freude daran an den Videos. Teil diese Freude doch. Zeig den Leuten doch die Freude daran. Nicht so nach dem Motto hier: Ach, guck mal, was ich wieder Schönes hab und so. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, mit den Leuten die Freude, irgendwie versuchen, die Freude zu teilen, die ich an den ganzen Sachen habe. Und das macht mir Spaß, wenn ich dann Kommentare lese, wie, klar, schöne Sammlung, klar, finde ich auch toll. Aber wenn ich so Kommentare lese, wie du, ich habe dann daran nicht mehr gedacht. Durch dein Video ist mir das wieder im Kopf gekommen, die schönen Erinnerungen. Vielen Dank dafür. Das sind solche Kommentare unter anderem, die mir das Herz aufgehen lassen. Und das ist auch das, was mich antreibt und weshalb ich die Sachen gerne mache. So, jetzt noch eins. Die nächste Nominierung geht von mir an dich, lieber Retro Stardust. Du kannst uns jetzt das nächste Video zeigen, hoffe ich, wenn du Lust hast. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.